Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 mit dem Season 8. Ja, ich war auf der PTR und habe drei Parts aufgenommen, die kommen. Ja, heute wahrscheinlich zwei Parts und morgen einen Part oder so. Und es ist ja das neue Event, das Tristram Event, Schatten über Tristram. Wo ihr zum Beispiel eben Diablo 1 nochmal durchspielen könnt, beziehungsweise einen Teil davon einfach. Und ja, zum Beispiel, dass wir jetzt Bein wiederfindet und ein Pet bekommen könnt. Denn schlechter. Ja, aber das könnt ihr alles in der PTR einfach mal machen und bis Januar warten und dann kommt's auch nicht mehr in die PTR. Zurück in die Hölle, Hund! Ich brauche mehr Zeit. So. Wir spielen ein bisschen. Diablo 3 wieder, endlich wieder gute Grafik. Ist mir schon fast aus den Augen rausgehauen, diese schlechte Grafik von Diablo 1. Ich bin von meinem Leiden erlöst. Ja, ja. Aber wieso ist es jetzt wieder so laut? Ich verstehe es nicht. Die haben alles wieder hochgestellt. Mist. Tut mir leid, dass es so laut ist. Ah, sehr heftigst. So. Hier haben wir glatt. Hoch, hoch. Geht nicht mehr höher. Ja. Und ja, den 64X-Client haben sie jetzt auch endlich gebracht. Wurde schon Ewigkeiten angekündigt und sie haben es nie gebracht. Ja tja, wir müssen jetzt einen Edelstein finden, damit wir in die Great Rifts können und das machen wir heute auch. Also hoffentlich finden wir auch einen. Deshalb habe ich auch den Schwierigkeitsgrad wieder eins hoch gemacht auf Qual 2. Und wir müssen jetzt natürlich auch eben die Edelstein finden. Einfach den Great Rift Stone. Und dann die Edelsteine natürlich auch haben. Die machen alles für mich. Ich brauche unbedingt den Pet Edelstein. Solange ich noch nicht einen anderen Bild machen kann. Ja, Hota wahrscheinlich wird mein Hauptbild sein. Weil mit dem kommt man auch am weitesten. Also ich denke, die anderen sind einfach wegen den Items nicht so gut. Ja, jetzt ist es wieder angenehm. Es ist wahrscheinlich sogar ein bisschen zu wenig laut. Muss ich wieder hochstellen, hä? Man kann es nie so merken. Die sollten das vielleicht besser so machen, dass man den gleichen Ton auch im Menü hört. Es wird immer leiser gemacht und lauter oder so. Keine Ahnung, wie genau. Ja, jetzt ist es wieder besser, hoffentlich. Hallo? Kommt keiner? Niemand hält mich zurück. Ja, die Kampfgeräusche sind vielleicht noch ein bisschen zu leise. Mache ich noch höher. Aber wieso wird immer alles verstellt? Ich brauche mehr Zeit. So, Kampfgeräusche. So. Jetzt, ja, jetzt hört man auch die Lupe. Vielleicht sogar ein bisschen zu laut. Ja. Sorry, aber das ist immer nervig, vor allem meinem Headset. Ich habe ja das neue Headset noch nicht, aber das kaufe ich ja in ein paar Tagen. Vielleicht schon morgen. Ja, morgen.
Oha, zwei Hände schwer. Oh, das würde auch schon, dass er immer, also der Berserker Schaden macht, wenn er aktiviert wird. Das macht immer so BUM und dann kommt Schaden. Der Zweihänder. Nein, der Großvater. Prima. Sehr gut. Schön, schön. Das ist meine Lieblingswaffe seit Diablo 2. Also, der Großvater ist schon cool. Noch nicht bereit. Ich habe neue Kraft geschöpft. Ja, ja. Ihr seid lustig, hä? Lustig seid ihr, lustig, lustig. Tralalalala. Sterben, bitte. Ja, was haben wir jetzt? Widerstand. Ja, zurück in die Hölle, Hund. Ach ja, die Sprüche. Ist eines der besten, finde ich irgendwie. Also, in keinem anderen Spiel hat man so Sprüche, aus ein paar Path of Exile vielleicht noch. Ja, für den Dungeon Siege hatte man auch irgendwelche Sprüche. Mal ab und zu. Dungeon Siege 2 eher erst. Ach, ich muss alles wieder mal spielen, aber die Steam-Versionen sind alles so scheiße. Muss ich da irgendwas mich einfallen lassen? Vor allem, dass die Steam-Versionen keinen Mod unterstützen. Ich möchte schon ein bisschen Mods zur Schönerung des Spiels haben. Nicht das Let's Play, aber es geht nicht. Ich kaufe wahrscheinlich die CD-Version wieder, hä? Dann können wir das auch mal Let's Play mit Mods, also einfach mit Inventar-Mods und Schriftarten-Mods und so Sachen. Zoom-Mod. Dann macht das viel mehr Spaß als die Originalversion. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Toll. Wir haben halt auch weniger Zähigkeit jetzt wieder wegen dem Großvater. Hey Großvater, bist du nicht so zäh, hä? Was hast du denn für Probleme, Mensch? Hey jo, also dann gehen wir wieder runter, hä? Das ist nicht so eine gute Ebene. Ah, ein Goblin. Naja, immer als erkunden. Oh, Blutgoblin. Wie toll. Ja, genau, mach Schaden, Goblin. Immer diese Goblins. Die ich beschwöre. Aha. Ja. Also müssen wir kurz zurückgehen. Oh. Kurz zurückgehen. Hier müssen wir wieder Ressourcenkostenreduktion machen. Japp. Also kaufen scheinbar. Haben wir noch irgendwas? Ah, mehr Schaden. Ja, aber der Schaden kommt ja von den Goblins eigentlich eher. Deshalb nichts. Hm. Die Edelsteine konnte ich natürlich nicht hoch pushen. Kein Geld gehabt. Das wollte ich euch noch sagen. Ja. So, die reintun, dann noch kurz die Blutsplitter verwenden. Also was brauchen wir jetzt? Nur 61, ja. Brustpanzer und Schulterpanzer. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Kommt bald wieder. So, jetzt habe ich da mal ein bisschen investiert. Der ist am besten, hä? Der ist besser. Wütender Ansturm ist egal.
Jetzt mal ein paar Armschienen. Ja, dann nehme ich die gleich. Ah, das sind die, die ich brauche. Cool. Aber ich will noch mehr. Ein Schnäppchen. Ja, komm, wir machen eine Brustpanzer jetzt nochmal. Ja. Haha, ich habe nochmals eins. Wie cool ist das denn? Ich habe nochmal eins, jetzt habe ich schon den Zweierbonus. Reduziert die Abklickzeit von Zorn Berserkers. Ey, cool. Das ist ja mal genial. Hi, ich habe Glück in diesem... Also in der letzten Ding hatte ich mega wenig Glück mit dem Mönch. In Season 7. Aber jetzt habe ich ja mega viel Glück. Das ist ja mega geil. Wie toll. Wie viel habe ich jetzt noch? 53. Okay. Happy-ish. Happy-ish. Eine Kombination. Ach, cooles Schwert. Der Großvater, stell dich vor. Ich hab den Großvater wieder. Das könnt ihr natürlich auch persönlich nennen, weil ich will ja meinen Großvater eigentlich wieder zurückhaben. Der war der coolste. Der hat mir alles gesagt, was mit der Wildnis und so. Von denen habe ich diese Liebe zu der Wildnis. Zu wilden Sachen, wie zum Beispiel den Server, den ich mache. Darum habe ich die Wildnis alle Sachen. Von meinem Großvater. Ich habe eine tiefe Verbindung zu meinem Großvater gehabt. Aber leider ist er relativ früh gestorben. So. Der Portalwächter ist angekommen. Also besiegen wir ihn. Relativ schnell hoffentlich. Wenn einfach die Gegner weg sind. Aha, auch nochmal. Ich brauche mehr Zeit. So viel. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Ist das eine neue Ebene? Muss ich gleich nochmal schauen. Nochmal. So viel. Wie kommen denn die? Oh, ist dein Urahne dort oben gewesen? Nö. Keine Ahnung. Aber plötzlich habe ich so viel. Da liegt er hier gar. Also nochmal kurz schauen. Also es ist einfach hier rein. Und darüber geht es auch noch. Ne? So. Ja, das ist einfach eine Ebene, die... Ah, das ist die Ding, ja, die, wie sagt man der Ebene schon wieder? Der Friedhof der Gefallenen, oder so ist Ebene der Gefallenen. Einfach da nach Alaric da, also vor Alaric. Also wenn man Alaric das erste Mal sieht und dann nach oben geht, das ist es. Ja, dann gehen wir wieder runter. Hä? Gehen wir wieder weg von dieser Ding. Haben wir einen Edelstein? Nicht? Nicht? Doch, haben wir. Ah, sie sehen anders aus, als ich in Erinnerung hatte. Ja, ich spiele ja so viele Spiele durcheinander. Ich weiß manchmal nicht mehr, in welchem Game das war und so. Deshalb... Tja. Wäre ein guter Edelstein, aber der ist zu wenig defensiv. Und einen Sockel kann ich auch in anderen Edelsteine auch reintun. Ringe auch reintun. So. Gut. Gehen wir also in eine in eine Greater Rift. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen abgelenkt, tut mir leid. Ich wollte ja Schulterpanzer. Bis bald. Das ist zu teuer. Ah gut, habe ich auch noch einen Abklingzeit. Ja, unzerstörbar.
Sehr gut. Wird unsere Freundin hier denn nie müde? Seit dem Augenblick nicht mehr reparieren, wie süß. Okay, dann muss ich den mal Großwasser investieren. Kann ich hier einen Sockel reintun ohne Blöße? Nee. Ach, den hier rein. Hier. Hier. Und hier. Dann haben wir auch mehr Damage. Ja. So, also. Greater Rift. Machen wir, ja, Stufe 15 gleich mal, hä? Ja, wir müssen zahlen für das. Das haben wir nicht. Das Geld. Prima. Ja, die Gegner machen natürlich Schaden. Jetzt auch wieder ein bisschen Zähigkeit verloren, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm, hä? Auf jeden Fall. Und jetzt auch hier nach oben. Also der Berserker einsetzen, wenn die Ding kommen. Die Elites. Gut. Also gehen wir einfach weiter. Zurück in die Hölle. Dankeschön. Sehr gut. Noch nicht bereit. Weg. Ja, ich weiß ja, wie Great Rifts gehen. Also so schnell wie möglich durchrasen, nur die Elites bekämpfen. Die Vorfahren sind mir hold. So, jetzt gehen wir gleich mal in die nächste Ebene. Ah, das ist noch nicht. Aber es sah so aus, als würde hier noch nächste Ebene kommen. Okay, wir noch ein bisschen weiter. Wir haben wahrscheinlich die... Ah nein, hier ist noch eine unsichtbar gewesen. So, da ist noch eine. Ich brauche mehr Zeit. Da geht's weiter. Es geht relativ schnell, wie ihr seht. Wenn man einfach überpowered ist. Ja, ja. Noch nicht bereit. Ja, weiter geht's. Also eben, wenn keine Items droppen, wie zum Beispiel im Great Rift, einfach durchrushen. Wir müssen nicht alle Gegner töten, einfach hier durchgehen. Bam! Da kommt man tausendmal schneller vorwärts. Die starken Gegner sowieso liegen lassen. Die schnell besiegt werden, einfach mal drüber gehen, bis sie tot sind. So. Dieser Schrein ist sowieso immer der beste. Kein Schrein, der besser ist, außer später dann in Great Rifts halt. Die, ja. Abklickzeit-Schreine. Aber bis man das braucht, ist es auch, geht auch noch ein bisschen länger. Ja, okay. Wegen dem Berserker schon jetzt. Aber ihr müsst bedenken, je länger die Abklingzeiten sind, und desto mehr Items ihr auch habt mit Abklingzeitreduktion, desto mehr bringt der Essensschrein auch. Also der Schrein mit... Ja, muss dann mal nochmal schauen, was es war. Aber eben Fähigkeiten eigentlich immer nur bei den Elites einsetzen und fertig. Niemand hält mich zurück. Ja, die zum Beispiel nicht, der Lady, die wühnt sich sowieso immer wieder ein. Nicht für sie. Einfach mal zu mir kommen, bis wir Uran nicht immer weglaufen. Noch nicht bereit. Da haben wir noch einen.
des Wahnsinns sind ein raues Pflaster und ihre Einhänger müssen zeitenreich sein, um dort zu überleben. Ein perfektes Beispiel sind die Täuscher. Die Täuscher. Wir haben so kurze Abklingzeiten, deshalb machen wir da einfach immer wieder die an und rasen durch. Das ist die beste Methode, um schnell vorwärts zu kommen, hä? Das ist Kontakt, Abklingzeitenreduzierungsschrein. Explodiert! Ja, schön, dass sie explodiert. Solist! Zwei, also ein Edelstein und ein Ding. Ja, der kommt immer als erstes. Aber als zweites kann vielleicht schon der Ding, der Edelstein kommen. Mit dem Bonus auf Schaden von Pets. So, sehr gut. Stufe 28. Jetzt nehmen wir die Schuhe zuerst, oder? Ist eigentlich egal, aber ich möchte Schuhe. Mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, ist da blöd, wenn man nur so schlechte Schuhe bekommt. Tja. Okay, da machen noch. So. Ja, dann müssen wir nochmal normal machen, aber ich möchte auch noch ein bisschen Kopfgeld machen. Das können wir einfach jetzt noch nicht so machen. Deshalb machen wir nur die Schlüsselwächter, hä? Ein uralter Matwig-Schmerz! Ist ja mal genialst! Von Spalten! Wir könnten einen Spaltcharakter machen. Aber schaut mal die kurzen Hosen beim Barbar, so schön kurze Hose Ding. So, jetzt müssen wir schauen, hier gab es ja nie einen Schlüsselwächter. Da, wir machen einfach die Schlüsselwächter jetzt ein bisschen, damit wir Höllenfeuer-Amulette auch machen können. Und dafür muss man einfach mehr Qual schaffen, hä? So genial, und ich kann alle betäuben. Ist ja mal genialst. Ich betäub die einfach alle jetzt. Sehr heftigst. Aber stellt euch das einfach mal vor, ich kann sie immer wieder betäuben, die Gegner. Darum liebe ich die Waffe auch. Ich wollte eigentlich nicht rein, aber lassen wir es. Hey Mann, das ist der fünfte Part und ich habe so eine fette Waffe. Das ist ja mal genialst. Ich bin übertrieben stark schon. Ist ja heftigst. Ära. Aha, die Ära. Ah, Ära. Okay, nächster Part. Ein Qual weiter nach oben. Ist einfach heftig. Einfach nur heftig. So schnell komme ich vorwärts und das ganz alleine. Okay, mit euch zusammen. Aber ich spiele ja nicht mit. Ach, ist das genialst. Einfach herrlich, prima. Ja, wenn man zum Beispiel Nagelring hat, dann kommt man einfach extrem schnell vorwärts. Aber wenn man dann auch das Glück hat mit zwei UK-Teilen, Z-Teilen, das ist Wahnsinn. Ist einfach nur übertrieben. Hier kann man doch irgendwo eine Truhe finden mit irgendwas drin. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Teil es war. Wir können noch dorthin gehen, wo wir das Banner finden. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Da bist du. Schlüsselhüter. Gibst du keins? Okay. Du Noob. Ja, jetzt gehen wir noch zum
Banner, hä? Stechende Winde. Also eben, das ist sehr selten, das Event. Ich habe das nie bekommen. Das Valrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen. Ja, ja. Er schon oft in riesigen Konflikten in den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt. Sie sind einfach extrem selten, diese Events, mit den verschiedenen Dingen. Das haben die Entwickler gar nie probiert, also die haben das einfach nur hingekleckert. Das ist ein bisschen schade, hä? Das geht noch nicht. Erach, du bist der Falsche. Das ist das falsche Event. Aber ich möchte das Banner haben, ich möchte nicht immer das rote Banner haben. Die Vorfahren gewähren mir Stärke. So, wir wechseln das Banner wieder, weil das ja immer wieder sich verändert und das bleibt gleich. Also das hier müssen wir nehmen, dass man auch immer wieder ein besseres bekommt. Aber es ist schon schön, also eine Weihnachtsmütze anzuhaben, also so eine Eismütze anzuhaben. Lol, die Beinschienen sind sogar besser. Ah, die Beinschienen sind so wenig, dann müssen wir erst das nächste Kopfgeld, Blutsplitter da rein tun, hä? So, können wir das schon irgendwo reintun? Nein. Ja, also, das war's mit diesem Part. Der nächste Part kommt dann morgen, hä? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.